Wir gehen heute zum Aussichtspunkt Rote Stein an der Rapode-Talsperre. Der Start hier ist etwas enttäuschend. Kein Hinweisschild auf dem Parkplatz. Nur überall Schilder, Privatweg. Wir werden sehen. Wir kommen in den Wald. Mein Team holt auf. Bruno jedenfalls. Nach einem Kilometer kommen wir an. Stempelstelle 54, Rote Stein. Stempel ist da. Der Bruno kommt als erster ins Ziel. Da kommt noch jemand. So. Das ist der Aussichtspunkt. Unser Kinderprospekt. Der Bruno möchte einen Keks essen. Wir filmen. Die Aussicht hier ist hervorragend. Irgendwie wirkt das alles etwas klein, obwohl die Rapode-Talsperre ja die größte im Harz ist. In der Ferne kann man die Standardberge des Harzes sehen, Wurmbergbrocken. Ganz gut. Dem Bruno gefällt das gar nicht. Wir entdecken eine Insel. Die Klippe auf der Insel hat einen Namen. Heute Morgen um 4 wusste ich den noch. Wird auch nicht so schlimm sein, wenn man den nicht weiß. Der schönste Ausblick ist aber der auf die Berge hier. Oder? Ja. Der Bruno macht eine Pause. Die Punkt, 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 Punkt L macht auch eine Pause.